Google hat gestern den Schalter umgelegt und KI zum Standard gemacht. Für alle verfügbar, ausgerollt, typisch Google. Ihr habt künftig als Business-User in eurem Konto, und wenn ihr sagt, ich bin kein Business-User, interessiert mich nicht, es wird euch auch bald betreffen bei den Privatkonten, die ganze KI-Power von Google mit eingebaut. Da steckt einiges drin und weil das einfach so weitergeht in 2025 mit den KI-News jede Woche und ich jedes Mal denke, okay, mein Gott, wann packen wir das in ein Video, gibt es ab jetzt ein Video unter der Woche, ein zweites Format mit den wichtigsten News, die ihr im Blick haben solltet. Und heute geht es um Google Gemini. Tatsächlich hat gestern Google, während wir hier unseren Retreat hatten, ein Update rausgehauen, was für uns bei Blackboard, mein Beratungsunternehmen, eine Riesenimplikation hat. Wir haben nämlich viele Google-Business-Kunden und die haben einfach mal die Gemini-Lizenz für 2 Euro statt 30? 30 Euro verfügbar gemacht. So roundabout Pi mal Daumen. Das heißt, da hat man vorher eine Cloud-Lizenz gezahlt und Google berechnet jetzt jedem User, jeder Userin 2 Euro mehr auf diese Lizenz. Das ist eine Preiserhöhung. Aber sie schalten alle KI-Features einfach komplett mit frei. Und das ist krass, denn die KI-Tools sind verdammt teuer zu betreiben. Wir sehen das bei OpenAI. Es gibt dort einen Pro-Account für 200 Euro im Monat. Warum? Weil das Zeug einfach unfassbar teuer ist. Inferenzzeit, also wie lange rechnet ein Modell, das Training der Modelle. Und Microsoft beispielsweise hat mit ihrer Lizenz wiederum fast ein doppelt so hohes Pricing. Nee, mehr. Doppelt so hoch wie quasi nur die Cloud-Lizenz. Also quasi 15 mal so groß wie das, was Google gerade macht. Hä? Ihr seht schon, es ist einfach alles gerade völlig wirr. Und das bringt mich schon zum aller wichtigsten Punkt. Warum ist das wichtig und was passiert hier gerade? Wir sind weiterhin in einem so hohen Tempo in der Dynamik mit den ganzen Firmen, die jetzt versuchen, KI zum Standard zu machen. Ihr werdet euch dran gewöhnen, dass es diese Tools gibt. Und wenn ihr euch erstmal dran gewöhnt habt, werdet ihr sagen, ich will nicht mehr so richtig drauf verzichten. Und darauf setzen die Großen auch. Und Google war lange Zeit eher abgeschlagen dahinter. Die Modelle waren nicht so richtig gut, die Produktstrategien waren nicht so richtig gut. Und das hat sich jetzt dramatisch geändert. Und wir haben letztes Jahr mehrfach in den Videos gesagt, unterschätzt Google nicht. Die haben Daten, die machen KI schon verdammt lange. Und jetzt machen sie etwas sehr Smartes. Sie hören auf, alles als Superlative zu verkaufen und sagen, hier ist das nächste große Modell, jetzt kommt das nächste große Ding und machen es zu einem normaleren Standard für normale Leute, die sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das benutzen soll in meinem Alltag, aber ich habe das irgendwie da, ich probiere es mal aus. Und das ist etwas, das Google schon früher gemacht hat. 1,5 Milliarden Gmail-Konten, die weltweit verwendet werden. Wer würde das wieder abgeben? Machen wenig Leute. Und das ist das, was wir uns genau anschauen sollten. Was ich jetzt nicht mache, ich gehe jetzt nicht Feature für Feature durch und sage euch, was dabei ist, sondern gibt so ein paar Sachen, die macht Google besser als der Rest. Gemini 2.0 ist ein verdammt starkes Modell und Google ist sehr gut da drin, gut abzustimmen, braucht ihr immer irgendwie das größte, krasseste Modell. Das heißt, ihr habt im Hintergrund Zugriff auf Sachen wie Notebook LM in der Plus-Variante. Das bedeutet, in der Variante könnt ihr das Produkt von Google, was wir für sehr stark halten, Notebook LM, nutzen mit besseren Research-Features. Ihr könnt dort Videos reinladen, Dokumente reinladen. Wir nutzen es häufig, wenn wir wirklich umfangreiche Recherche machen. Dort kann man sich dann auch Informationen als Podcast zusammenstellen lassen. Und ich habe eine Hypothese, da gibt es für mich noch nicht genug Research über. Ich weiß es auf jeden Fall nicht, aber ich weiß von Gemini 1.5, also dem Modell davor, dass das Modell an sich eine sehr gute REC-Funktionalität hatte. Das bedeutet, Fakten aus einem Dokument werden in Kombination mit KI deutlich besser wiedergegeben. Das ist ein Riesenunterschied zu diesem Thema, die KI halluziniert. Und ich gehe davon aus, dass 2.0 das ebenfalls hat. Das bedeutet, ihr habt hier ein KI-Tool, das, wenn ihr es richtig benutzt, könnt ihr 30 PDFs reinhauen, Studien, alles Mögliche, was ihr habt und noch 10 YouTube-Videos dazu und beginnt quasi mit diesem ganzen Wissen zu chatten und habt immer eine verdammt gute Quellverweisung. Und das könnt ihr wiederum nutzen, um dann damit zu arbeiten. Das ist für mich eigentlich das beste Feature, das es gibt. Während ich das hier erzählt habe, haben die anderen gesagt, du hast was vergessen, es sind mittlerweile 300 Dokumente und 5 Podcasts, mit denen ihr parallel chatten könnt. Also ihr seht, selbst ich komme überhaupt nicht mehr hinterher und es ist so krass, wie diese Modelle immer weiter explodieren. Wenn ihr sagt, ihr wollt KI im Unternehmen benutzen, seriös, dann denkt bitte dran, die EU gibt vor, ab Februar müssen Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, ihr müsst in irgendeiner Form KI-Kompetenz entwickeln und im Unternehmen haben.
Auch dafür haben wir was gemacht im Team. Wir haben gesagt, wir zertifizieren gemeinsam in der Kanzlei aus Berlin mit Herting den sogenannten AI Officer. 2 Tage und ihr kriegt dort Richtiges in die Hand. Wir sind immer noch in Deutschland. Zertifikat könnt ihr euch sogar an die Wand nageln, wenn ihr wollt. Die Website ist ai-officer.io. Da findet ihr alle Informationen über dann eben auch uns, Blackboard und Herting, die das machen, was die Inhalte sind. Und mit dem Gutscheincode, weil ihr auf YouTube zuschaut, YouTube150, den gebt ihr einfach ein, bekommt ihr 150 Euro Rabatt auf die Zertifizierung. Wir benutzen seit, ich weiß nicht wie viel Jahren mittlerweile Google sehr, sehr, sehr lange. Das heißt, wir haben sehr viele Kundenordner, Projektordner. Und eines der Features, die wirklich geil sind, ist, ihr habt jemanden, der kommt neu an Bord. Und normalerweise sind überall die Sachen verteilt. Und wie soll jemand Neues sich einen Überblick machen? Man kann durch Gemini einfach auf den Ordner klicken und sagen, fass mir mal den Ordner zusammen. Oder, das ist der Kunde so und so. Haben wir da mal so einen Workshop gemacht? Wie lief der ab? Was muss ich machen? Das heißt, ihr chattet quasi auch hier mit den Dokumenten und es wird immer, immer, immer besser. Das ist aber ein Modus, den wir nicht gelernt haben zu benutzen. Klassischerweise suchen wir in so einer Drive-Ablage nach Dateien und gucken uns die an. Das kann man sich sparen und das ist eine Verhaltensweise, die muss man unbedingt üben und lernen, weil die wird zu einem Standard, die beschleunigt enorm. Kann ich nur dringend empfehlen. Schmeißt eure Sachen da rein und chattet mit den Dateien. So, das ist unser News-Format. Das ist noch nicht perfekt fertig, aber das wird nächste Woche auf jeden Fall wieder stattfinden, denn es geht so weiter mit KI. Und wenn ihr sagt, es muss noch was beim News-Format dazugeben, schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal und denkt dran, leitet das Video an Kolleginnen und Kollegen weiter, denn es macht deutlich mehr Spaß, zusammen Videos zu schauen und an KI zu arbeiten als alleine. Bis nächste Woche.